Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Elex. Genau, wir sind unterwegs in Abessa. Oh, eine hübsche. Das ist der Ort, an dem wir ursprünglicherweise, glaube ich, den Faden verloren hatten, um irgendwie sinnlos durch die Gegend zu rennen. Deswegen habe ich beschlossen, wir gehen jetzt nochmal hier hin und schauen nochmal neu. Ich behalte dich im Ach, da ist schon wieder Auge. die Nachtwache. Das ist nicht gut. Und wir haben beschlossen, wir helfen der gutaussehenden jungen Frau von den Klerikern ein wenig dabei, hier ihre Bewerber zu überprüfen. Ich denke, das ist cool. Ich will übrigens auch so ein Cleanbot haben, bitte. Zu einfach. Zu einfach. Eine Mechanikermütze. Was kann denn so eine Mechanikermütze? Schauen wir mal. Sonnen. Zwei Rüstungen. Ne, da behalte ich lieber meine Sonnenbrille. Der Müll. Hä? Jetzt bin ich irgendwie hängen geblieben. Wir sind irgendwie hängen geblieben. So, na gut. Wir gehen mal und schauen mal. Ja, beschlossen, die Kleriker sind nett. Ich mag die. Ich werde denen jetzt helfen hier in Abessa. So. Kann mich mal hier. Ich will jetzt mal mich ein bisschen bei den Berserkern. Bei den Klerikern. Auf Level bringen hier, das kann ja wohl nicht sein. Lütze, meine Freundin, ich komme mal zu dir. Ihr habt Probleme, Funkkontakt mit dem Hort in Ignadon herzustellen? Das ist doch. Woher weißt du davon? Das ist doch Verschlusssache. Einer der Outlaws hat Wind davon bekommen. Die Outlaws? Dann stellt sich die Situation noch schlimmer dar, als ich dachte. Denkst du, es ist nur dieser eine? Keine Ahnung. Mir hat er es jedenfalls ohne Umschweife anvertraut. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Da du eh im Bilde bist, wirst du mir dabei helfen, den Kontakt wieder aufzubauen. Ohne ihn kann es schwierig werden, rechtzeitig Mensch und Material zu ordern. Und wenn ich das richtig einschätze, wird es dringend Zeit, genau das zu tun. Ich bin nicht der Richtige für die Aufgabe. Das vielleicht nicht. Aber der Einzige. Im Gegensatz zu mir und den anderen hast du wesentlich mehr Freiraum. Bitte versteh das nicht falsch. Denn wenn du uns nicht unterstützt, wird hier bald der Teufel los sein. Du kannst dir an fünf Fingern abzählen, dass es dann blutig wird. Erklär mir die Einzelheiten, dann helfe ich dir bei eurem Kommunikationsproblem. Es ist so, dass wir eigentlich schon längst eine ganze Einheit an Kampfmaschinen in Auftrag gegeben haben. Aber wie du dir denken kannst, sind sie noch nicht eingetroffen. Da ich mir keinen Reim darauf machen kann, muss irgendetwas die Produktion im Hort ins Stocken gebracht haben. Wofür braucht ihr neue Kampfmaschinen? Das weiß ich nicht und das ist auch nicht meine Baustelle. Vielleicht um die Stadt zu schützen oder um im Ernstfall einen Ausfall zu machen. In militärischen Dingen bin ich nicht so bewandert. Mir ist jedenfalls wesentlich wohler, wenn der Kontakt zum Hort wiederhergestellt ist. Richtig. Du musst dich also so schnell es geht darum kümmern. Und kein Wort darüber zu demjenigen, der dich auf unsere Lage hingewiesen hat. Sonst sehen wir uns womöglich mit noch größeren Herausforderungen konfrontiert. Hier hast du die Koordinaten. Folgst du ihnen, wirst du im Nordosten auf eine Relaisstation stoßen. Halt einfach nach einer großen Antenne am Horizont Ausschau. Wenn alles schlecht läuft, wirst du den Antennenmast hochklettern müssen. Dort irgendwo muss auch eine Vorrichtung sein, um die Antenne neu zu kalibrieren. Mit etwas Glück reicht das aus, um das Problem mit der Funkverbindung zu beheben.
Okay. Also müssen wir ihm die Kommunikation erleichtern. Das werde ich jetzt auch machen. Ich finde die Outlaws doof. Beziehungsweise ich mag die Outlaws schon, aber irgendwie gefällt mir das, was die Kleriker sagen hier. Ein Stück weit besser. So, dann gucken wir mal. Ich komme von Vivian. Sie schickt mich wegen des Technikerjobs. Ah, sehr gut. Ich möchte dir ein Angebot machen, sodass sich deine Fragen vielleicht erübrigen. Ich will diesen Job um jeden Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt bestimmt bessere als mich, aber es gibt niemanden, der so viel dafür bezahlt wie ich. Mhm. Wie gut kennst du dich mit Technik aus? Sehr gut. Also, eigentlich fast gar nicht, aber ich lerne sehr schnell. Wenn ich jemanden habe, den ich fragen kann, ist der Rest kein Problem. Der Job ist mit Sicherheit nicht schwerer als mein letzter. Wie stehst du zu den Klerikern? Also pass mal auf. Es geht doch hier nicht darum, wie ich zu den Klerikern stehe. Es geht darum, ob ich mit ihren Maschinen Scheiße bauen würde. Die Antwort ist nein. Würde ich nicht. Ich will den Job, damit ich näher bei ihnen bin. Es ist ein beschissenes Gefühl, die Brüder unbewacht zu lassen. Je direkter mein Draht zu neuen Informationen, desto besser für uns alle. Wir haben keine Lust auf einen plötzlichen Krieg, von dem niemand etwas ahnen konnte. Ich habe genug gehört. Alles klar. Und denk dran, bei Vivian ein gutes Wort für mich einzulegen. Es wird sich für dich lohnen. Ja. Hier muss man sich permanent für irgendjemanden entscheiden. Das ist schon echt gemein. Solche Kerle kann ich nicht leiden. So. Ich komme von Vivian. Wegen des Technikerjobs. Interessant, dass die Kleriker denken, ich würde für sie arbeiten. Ich bin ohne Frage die Beste. Ihre Wahl ist daher logisch. Aber ich will einen Beweis, dass sie willens sind, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ich für die Kleriker arbeiten soll, möchte ich bezahlt werden, und zwar im Voraus. Du kannst also gut mit Technik umgehen. Wie ich bereits erwähnte, ich bin die Beste. Du wirst hier niemanden finden, der besser ist. Ich habe bereits einige Fehler in den KI-Systemen ihrer Roboter entdeckt und wäre bereit, sie zu modifizieren. Auch die Kuppel läuft nicht so effektiv, wie sie es könnte. Könntest du dir vorstellen, mit Klerikern zusammenzuarbeiten? Für Menschen machen sie ihre Arbeit gut. Aber ihr Verhalten ist oft unlogisch. Eine Führung durch Alps oder einer Maschine wäre für diese Stadt von großem Vorteil. Aber es liegt nicht in meiner Macht, dies festzulegen. Also, ja, ich könnte mir vorstellen, mit ihm zu arbeiten. Du bekommst deine Bezahlung. Gut. Sag den Klerikern, ich werde zur Arbeit antreten. Okay. Die ist ja wirklich tatsächlich echt die Richtige, würde ich behaupten. Die macht ja einen sympathischen Eindruck. So, was ist denn mit dir, Rorik? Vivian schickt mich. Vivian? Geht es um den Job als Techniker für die Kleriker? Ja. Also ich weiß nicht, ob der Job etwas für mich ist. Mein ganzes Leben lang wurde mir eingetrichtert, dass Technik verboten ist. Seit ich hier in Abessa lebe, sehe ich das nicht mehr ganz so eng. Wie stehst du zu den Klerikern? Ich komme mit ihnen klar. Sie nerven mich nicht und ich nerve sie nicht. Ich finde es gut, wie sie die Stadt führen, aber sie sind mir zu militant. Keine Ahnung, wie ich damit klarkommen würde, die ganze Zeit nur Befehle auszuführen. Wie groß ist dein technisches Verständnis? Naja, es geht. Da ich in Goliath am Schlund gearbeitet habe, weiß ich, wie die Elex-Technik funktioniert. Ich denke, ich könnte die ein oder andere Maschine wieder reparieren. Aber das war es auch schon. Was sind deine größten Schwächen? Autorität. Ich kann es nicht ab, wenn mich Leute von oben herab behandeln. Das war einer der Gründe, warum ich in Goliath immer angeeckt bin. Außerdem habe ich so meine Probleme mit dem Schreiben. Ich kann es zwar, aber ich brauche sehr lange dafür. Ich habe genug gehört. Alles klar, wir sehen uns. Okay. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal.
Hey, du hast doch sicher ein paar Splitter für einen Veteranen. Da, nimm. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Und weil du so ein gutes Herz hast, werde ich meine Kontakte spielen lassen. Komm in einem Tag wieder, dann habe ich vielleicht etwas für dich. Nicht schlecht. Okay. Ja. So langsam nimmt sie aber wieder so ein bisschen Fahrt auf. Die war schon immer so. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot. Ja. Nyra will im Voraus bezahlt werden, wenn sie für euch arbeiten soll. Dann lass sie links liegen. Ich bin mir eh nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre, einen Alp einzustellen. Du solltest der Separatistin Myra den Job geben. Ich hatte gehofft, dass die anderen Bewerber wenigstens halbwegs gut sind, sodass wir keinen Alp einstellen müssen. Dann erzähl mal, was hat dich von ihr überzeugt? Sie ist mit Abstand die Beste. Ist das so? Ja, immerhin ist sie ein Alp. Na gut, wir können es ja mal versuchen. Aber ich werde sie scharf im Auge behalten. Danke, dass du mir bei der Auswahl geholfen hast. Hier, wie versprochen, deine Bezahlung. Das ist weniger, als ich für ihren Vorschuss bezahlt habe. Na, ich hoffe, dass sie es auch wirklich wert ist. Hier hast du noch etwas obendrauf. Ich werde mich gleich um meinen neuen Rekruten kümmern. Wir sehen uns. Das fand ich... Möge Kalan deine Schritte begleiten. Das fand ich jetzt ziemlich mies. Wieso? Wie geht es dir? Ich bin okay. Wieso fandst du das denn jetzt mies? Das war die einzig logische Entscheidung. Das ist echt, jeder findet irgendwie alles, was ich so tue, immer wieder mies. So, besser, Kontaktaufnahme. So, jetzt sollen wir mal die Koordinaten nehmen und dann gehen wir mal gucken. Ich hoffe nur, die Outlaws versuchen hier keinen Plauschangriff. Ich meine Lauschangriff. Ein Komiker. Ist da in der Nähe irgendein Teleport? Ja, dann wäre dieser. Dann können wir den doch mal benutzen, wa? Spart uns ein paar Meter. Ich frage mich, wofür diese Ruine einst gewesen sein mag. Warum wurde sie gebaut? Wer hat hier gelebt? Wir werden es wohl nie erfahren. Alps. Kann ich das benutzen? Nee, kann ich nicht. So ein Scheiß. Ich hab ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch schon wieder eine Falle hier. So. It's a trap. Hm.
Das ist eine ganz schön lange Leiter. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Okay. Ach, na Gott sei Dank. Ah, warte mal, das sind doch Pfeile, ja. Explosivbolzen, mhm. Dann kletter ich halt noch ein bisschen weiter. Ich hab ja sonst nicht vor, wa? Ein Energieriegel. Nein, nein. Nein, nicht die Leiter benutzen. Eine Brause. Alter, ich habe schon Höhenangst. Kleiner Elixierbeutel, Sprengraketen. So, jetzt. Ein Ring der Stärke, Konsole, Antenne neu kalibrieren. Das sollte ein Kinderspiel werden. Scheint von so viel zu haben. Okay. Was ist denn das für ein Ring? Ein Ring der Stärke. Plus 5 Stärke. Nutzt mir das irgendwas? Nope. Das nützt mir ja nichts. Warte mal, ich habe hier ein Ausrufezeichen. Ich bin Stufe 10, das heißt, wir bräuchten jetzt 4 Punkte und 2 Punkte. Also 4 Punkte Geschick auf alle Fälle. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. So. Dann können wir jetzt mal das hier hin tun. Den Bogen packe ich mal hier hinten hin. Ah, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann geht's zurück nach Abessa. Okay, ja, 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 ja. Dann haben wir jetzt mal das Funkrelais auf Level. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir mit der Waffe jetzt vielleicht irgendwas reißen können. Ich glaube es zwar wiederum nicht. Aber, manchmal ist ja blöd. Lutze, ich bin wieder da. Lutz, mein Freund. Gucke mal, hier der Ära kommt. Und da hat ja was mitgebracht. Eine neue Funkstrecke. Die Antenne ist neu ausgerichtet. Ja, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass die Funkverbindung wieder steht. Zwar haben wir noch ein paar Probleme mit dem Hintergrundrauschen, aber das kriegen wir auch ohne deine Hilfe in den Griff. Was meinst du? Ist die Station im Nordosten sicher genug oder müssen wir mit einem weiteren Ausfall in Zukunft rechnen? Davon. Das fragst du besser die Ives. Oh, bist du dort etwa auf ein paar von den Kerlen gestoßen? War ja klar, dass sie uns in die Suppe spucken, wo sie nur können. Hier, das ist für dich. Du sollst ja nicht denken, dass ich vergessen habe, wie wertvoll deine Leistung für unsere Sache ist. Mit dem Öl nicht sparsam sein. Alte Handwerkerweisheit. Okay, okay, okay. So, jetzt weiß ich natürlich auch nicht so richtig, wie weiter. Jetzt sind schon wieder meine Missionen vorbei. Ich hab wieder nichts mehr vor. Können wir maximal mal schauen. Ich habe den Energieregulator den Klerikern gegeben. Und?
Ich hoffe, Sie haben meine kleine Modifikation nicht bemerkt. Doch, er hat es sofort gemerkt. Verdammte Scheiße. Ist das dein Ernst? Ja. Und? Gibt es jetzt Ärger? Ich hoffe, du hast meinen Namen nicht erwähnt. Ich konnte die Situation entschärfen. Das ist gut. Na, wenigstens etwas. Aber Scheiße ist das trotzdem. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Wegen Brabak. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich kann mir schon denken, was er von sich gegeben hat. Sicher will er, dass du mir zu seinem Vergnügen aufs Maul haust. Aber ich habe schließlich dein Wort, dass du ihm seine eigene Medizin schmecken lässt. Es wundert mich sowieso, dass du das nicht schon längst getan hast. Naja, gut. Lass uns handeln. Alles klar. Ich kann halt einfach gar niemanden aufs Maul hauen. Ein Beil. Stärke 33, Konstitution 23. Wäre auch mal dran. Ansonsten hat er gar nichts, der Kollege. Gut. Das ist für mich der Moment zu sagen, ja, es läuft. Ganz langsam, aber es läuft. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, den Kommentar schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich alle wieder hier bei Elex. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.